Herzlich willkommen auf gutscheinmagazin.de. Heute zeigen wir euch die Anwendung von finanzen.net. Die gibt es kostenfrei und für wirklich viele unterschiedliche Geräte. Wir haben das Ganze jetzt hier einfach mal in der iPhone- bzw. iPod-Variante, also hier mit dem iPod Touch, und ihr seht schon direkt, ist an das 4-Zoll-Display angepasst. Und die finanzen.net-Seite werden ja schon viele von euch kennen. Da gibt es natürlich die News, auch die Chart-Analysen und noch vieles, vieles mehr. Und das wurde auch probiert, so in die Anwendung zu übernehmen. Und hier oben sieht man schon mal heute im Fokus diese ganz berühmte Seite mit den wichtigsten Stichwörtern, was gerade im DAX geschieht und so weiter. Also heute zum Beispiel DAX schließt mit deutlichem Plus. Notenbanken und so weiter, diese ganzen Infos, welche Aktien interessant sind. Ja, genau, unten ThyssenKrupp Yahoo im Fokus. Und das Ganze zeigen wir euch jetzt mal Schritt für Schritt. Wir sind jetzt hier im ersten Reiter, der nennt sich Märkte. Hier sieht man schon gleich, wie sich das Ganze entwickelt hat. Hier zum Beispiel die Indizes, also DAX ist hier zum Beispiel mit dabei, aber auch Goldpreis und so weiter. Man kann jetzt theoretisch aber auch hier oben drauf gehen und sagen, mich interessieren eigentlich nur die Realtime-Listen oder auch unterschiedliche Aktienfonds, Zertifikate. Und gehen wir mal auf Zertifikate. Dort bekommen wir dann ein paar Details hier angezeigt. Gehen wir einfach mal auf was drauf. Und ihr seht so nach und nach, seht ihr hier zum Beispiel gleich eine Chart-Ansicht. Und ja, da sieht man, wie sich das Ganze entwickelt und so weiter. Das können wir euch jetzt alles zeigen. Also alle einzelnen durch. Gehen wir nochmal einmal kurz in die Aktien rein. Aber alles zeigen können wir euch natürlich nicht. Und ThyssenKrupp ist ja heute ziemlich durch die Decke gegangen. Das schauen wir uns auch an. Mal im Detail an. Und hier oben findet man jetzt, das ist immer gleich aufgebaut, erstmal diese Chartansicht, also wann es wie hoch war und so weiter. Und da unten gibt es dann die Informationen, erstmal die Kurse, also plus, minus 52 Wochen, hoch, tief und so weiter. Danach gibt es hier die News, also News rund um ThyssenKrupp, wurden Stellen gestrichen, Umsätze und so weiter, Pressekonferenzen etc. Alles an Informationen wird aufgelistet. Dann gibt es Datenkursziele. Und was sehr, sehr schön ist, auch noch die Signale, also Long and Short. Lang- und Short-Signale sind hier mit dabei, die Strategie jeweils. Und da bekommt man dann angezeigt, wann die das letzte Mal waren, also welches Signal aufgetaucht ist. Und das wird einem dann hier alles angezeigt. Ja, das ist schon mal diese erste Sache. Eine ganz große Sache von finanzen.net sind natürlich auch die Nachrichten. Also da gibt es dann auch nochmal alle Nachrichten, nicht nach Aktien, Fonds etc. sortiert, sondern generell, was ist passiert, zum Beispiel mit Löwe jetzt. Die neuesten Details werden hier auch noch zu finden sein. Oben gibt es dann wieder die heute im Fokus-Ansicht. Und darunter gibt es dann nach und nach immer die einzelnen Sachen. Man kann hier oben jetzt auch wieder nach Kategorien ordnen. Zum Beispiel Rohstoffe. Da sieht man hier jetzt die Top-Nachricht um 14:41 Uhr. Rohöl warten auf Ben Bernanke. Gut, da gibt es dann unten noch die weiteren Infos. Ja, und in der Mitte kann man dann auf Favoriten zurückgreifen aus unterschiedlichen Bereichen. Die App-Watchlist, das App-Depot, Web-Watchlist und Web-Depot. Also da kann man unterschiedliche Aktien hinzufügen. Zum Beispiel, falls man sie besitzt, und dann bekommt man hier nochmal eine besondere Ansicht angezeigt. Des Weiteren gibt es hier eine Suchfunktion. Da kann man alles Mögliche eingeben. Also hier kann man auch die Suche wählen, was soll durchsucht werden, Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds und Indizes etc. etc. Also ich empfehle da, wenn man zum Beispiel wirklich nur nach Aktien sucht, auch nur Aktien hier als Reiter einzuschalten, damit man nicht von den anderen Ergebnissen überhäuft wird. Und dann gibt es hier rechts noch einen Reiter mit mehr. Häufig gestellte Fragen, Impressum, Datenschutzerklärung und so weiter. Und das war dann eigentlich auch schon die Anwendung von finanzen.net. Wir können es euch auf jeden Fall empfehlen. Ich finde die Internetseite auch wirklich gut. Ich schaue da jeden Tag rein. Und auch die Anwendung für unterwegs ist ganz passig. Dann hat man eine ganz gute mobile Version. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.